Morelo 2023. So beginnt alles. Das ist ein Iveco Daily. Das ist ein Fahrgestell und Fahrzeugbau. Meier hat es schon modifiziert. Wir können uns das gleich mal anschauen. Wir haben einen Fachmann hier, nämlich den Christian. Der ist seit neuestem bei Morelo. Ich frage mal gerade, oder hast du gewechselt die Stelle? Nein, ich bin neu bei Morelo. Habe jetzt im August angefangen im Verkauf. War vorher in der Fertigung und Auslieferung. So, du kennst dich gut aus mit LKWs. Ja, ich war 12 Jahre bei Daimler Truck und habe meine Leidenschaften verknüpft für Reisemobile und große Fahrzeuge. Oh, die kommen ja an, die werden von Meier Fahrzeugbau, werden die praktisch vorbereitet. Wenn die kommen, dann kommen die schon mit diesem Rahmen hier, mit diesem praktisch Leiterrahmen. Ja, die kommen mit dem Leiterrahmen. Das hier baut alles Fahrzeugbau Meier mit drauf. Kotflügel, Edelstahl, rosten nie, Morelo hält ewig. Dann haben wir den Gastank, den bauen die Jungs von Meier gleich mit ein. Die Vorbereitung für die Barversion, den großen Dieseltank mit 200 Liter statt dem Originaltank, wo ja nur in Anführungszeichen nur 90 Liter drin sind. Und das Anheben des Fahrerhauses, damit wir dann später, wenn das Fahrzeug fertig ist, einen komplett ebenen Boden haben, ohne jegliche Kältebrücken. Sieht man hier. So, das ist der kleine Stuhl, mit dem wird das dann gefahren. Das bedeutet, so ein Fahrgestell kommt sogar ohne dieses Fahrerhaus. Nee, kommt mit dem Originalfahrerhaus oder wie? Nee, das kommt ohne. Und der Meier baut es dann drauf. Genauso wie das Armaturenbrett. Das ist ja eine Eigenentwicklung von Morelo. Wird alles bei Meier draufgebaut. Okay, das heißt, die nehmen quasi das Original auseinander. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Das kommt ja dann. Dann bleibt ja wahrscheinlich noch ein bisschen Metall übrig. So, das ist total spannend. Also hier sieht man auch schon, dass die Luftfederung, die wird schon eingebaut von denen. Die ist hier vorne drin. Das Coole ist, wir sind ja im Werk bei Morelo. Heute ist der 30. September 2022. Und ihr seid total transparent, weil ihr sagt, da ist so viel Arbeit drin, so viele Arbeitsstunden, das kann man ruhig mal zeigen, so einfach kann man das gar nicht kopieren. Ja, absolut, absolut. Und wichtig ist es auch, wir gehen, also ich gehe eigentlich mit fast jedem Kunden oder wenn er sich zumindest dafür interessiert, in die Produktion, um zu zeigen, was dahinter steckt, wie das Fahrzeug aufgebaut ist, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und man kann hier auch alles anfassen, was man dann später kauft oder ausgeliefert bekommt. Das ist die Luftfeder? Ja. Das ist was Schönes. Hat der Vollluft? Der hat Vollluft, ja. Das heißt, hier sind Luftbalge, da vorne sind, das ist ja das, was du meistens gar nicht siehst. Die Hubstützen sind hier schon eingebaut, das heißt, Meier macht doch mehr, als man glaubt, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. So, wenn der jetzt, das ist jetzt ein Fahrzeug mit COC, nehme ich an, ihr habt auch TÜV-Einzelabnahmen. Ja. So, ich habe nämlich eine bekommen, das ist ganz witzig, da ist ein TÜV-Gutachten mit dabei, da muss man noch mal kurz zur Zulassungsstelle gehen. Die bestätigen einem das nochmal, dass alles in Ordnung ist. Da gibt es einen Stempel drauf, das liefert ihr aber alles mit. Ein kleiner Gang mehr ist notwendig. Was ist hier für ein Kabel? Weißt du es? Nee, sehr schön. Ich weiß auch nicht. Ich kann nur vermuten, es könnte die Hubstützensteuerung sein, was auch immer. Ja. Auf jeden Fall, warte mal, ich schau mal kurz hier drauf. Da ist eine LED Control Unit. Ah! Das ist ein Teil Anhängerkupplung, ja. Könnte sein, ja, oder? Ja, ja, das da oben ist für die Anhängerkupplung, ja. Das wird dann alles noch weggemacht und wird dann hier verteilt, bevor der Boden draufkommt. Hier sieht man schön die Zwillingsbereifung. So sieht die aus. Sind die Reifen identisch eigentlich? Die werden bloß spiegelverkehrt? Die Reifen sind identisch. Das ist auch, wenn man ein Reserverad hat oder mitwählt, dann passt das wirklich überall. So, und hier sieht man, der hat ja diese Vollluftfeder. Das hier sieht aus wie die Niveauregulierung von der Luftfederung, oder? Nee, das ist der Sensor für die Bremse, dass er abhängig von der Ladung mitbremst. Echt? Ja. Oh, krass. Was du alles weißt, ja, das ist gut, denn das Coole ist, ich kann dir nur vermuten, meistens liege ich falsch, ja, denn die Frage, die ich dir direkt mal stelle, ist, warum hat er zwei Luftdruckkessel? Um Reserven zu haben, weil wenn der Druck abfällt oder wenn man den rauf oder runter fährt, verliert man ja Druck und da hat man einfach ein bisschen Vorrat. Ähnlich wie bei einem Kraftstofftank, ja, wenn das zu klein ist, dann muss man ewig warten und so hat man praktisch einen Luftvorrat. So, der hat so einen Kardan hier drin, also eine Kardanwelle mit drin, muss die gefettet werden? Weiß nicht. So.
Siehst du mal, die wird beim Kundendienst mitgefettet, ja. So, jetzt aber wird beim normalen Iveco-Kundendienst gemacht. Okay, das macht das, Werk. Was war denn deine Aufgabe bei Daimler? Was hast du genau gemacht bei Daimler Trucks? Nicht das, was ich jetzt in eine Richtung zerren, die du vielleicht gar nicht gemacht hast, ja? Ich habe dort LKWs verkauft. Verkauft? Ja. Also du warst nicht in der Werkstatt? Nein, ich war nicht in der Werkstatt. Okay, dann zur Ehrenrettung muss man das ja auch mal sagen. Jetzt verkaufst du Morelos. Ist das schöner? Es ist anders. Wie gesagt, man kann seine Leidenschaften für große Fahrzeuge, für Reisemobile und interessante Kunden verknüpfen. Deshalb bin ich hier. Die Leute sind recht happy hier, wenn die herkommen. Das ist schon, macht schon Spaß, sowas zu machen, ne? Ja, absolut, absolut. Und man hat praktisch... Es ist hier einmalig. Man ist mit dem Kunden im Verkaufsgespräch, im Verkaufsraum, man zeigt ihm fertige, schöne Fahrzeuge und mit einem Gang durch die Sicherheitsfeuerschutztür ist man mitten in der Produktion und kann dem Kunden wirklich zeigen, wie die Sachen aufgebaut sind. Man braucht sich nicht den Mund fusselig zu reden, sondern man schaut sich es einfach live und in Farbe an. Das ist wirklich einmalig. So, hier ist die Motorraumdämmung, die Zusatzdämmung, oder? Ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Ist einfach deutlich, deutlich, deutlich leiser alles. Und man kann sowas zum Beispiel nicht nachrüsten. Also ich verkaufe nur unter Androhung von körperlicher Gewalt ohne diese Dämmung. Okay, so das Ganze hier ist aus GFK. Hier vorne sieht man es. Da ist noch ein bisschen Glasfaser drin. Das heißt, hält auch eine Ewigkeit, ist aber auch recht sicher. Das heißt also, wenn es hier mal zum Crash kommen sollte, dann, ich sag mal, fliegt das nicht alles weg. Das ist alles getüft, zertifiziert, abgebunden. Ja, absolut. Und man hat den Vorteil, man sitzt ja auch höher. Noch höher als beim normalen Original-Daily-Fahrzeug. Durch die Höherlegung hat unten den Unterfahrschutz mit drin. Auch zur Sicherheit, dass kein PKW unter das Fahrzeug drunter rutscht für die anderen. Wobei Unfälle ja wirklich relativ selten sind. Reisemobilisten sind entspannt. Und die Fahrzeuge haben ja auch, die meisten sind mit Sicherheitspaket ausgestattet und haben den Notbremsassistent. So, hier ist die Fahrzeugbatterie. Da sieht man sehr schön. Und ein paar andere Sachen. So schön wird man es nie wieder sehen, oder? Denn wir zeigen gleich mal, wie es dann weitergeht. Das Ganze geht hier nach rechts. Ich war ja schon mal hier. So viel hat sich jetzt noch gar nicht geändert. Hast du meinen Film geguckt aus der Werkstatt eigentlich? Ja, natürlich habe ich den geguckt. Den habe ich geguckt, bevor ich bei Morelo angefangen habe, um mich ein bisschen vorzubereiten. Ging das? Kann man da ein bisschen was rausholen aus dem Film? Ja, absolut. Ich habe mir, wenn ich ehrlich bin, ziemlich viele Videos von dir angeguckt, um einfach reinzukommen, ja. Oh, jetzt gucken wir mal gerade. Hat er ein Reifendruckkontrollsystem, ein TPMS mittlerweile drin, das du im Display siehst? Ja, haben die alle. Haben die neuen, gell? Haben das drin. So, ich stelle dir keine mehr so gemeine Fragen. Abgemacht. So, hier vorne, der hat sich jetzt zum Beispiel eine 12-Volt-Steckdose nachrüsten lassen. Ja, ist mit dabei. Ist dabei. Also die braucht man vor allem auch wegen dem Reifen, also wenn man jetzt kein Reserverad hat, für das Reifenreparaturset. Da ist ja ein Kompressor mit dabei und damit kann man dann den Reifen aufpumpen. Oh, hier sieht man sehr schön 12-Volt-Technik und da sind natürlich hier Ströme, die auch dicke Querschnitte erfordern. Ja, absolut. In dem vorderen Bereich. Ja. Wenn du gerade deinen Finger daneben hältst, dass man das mal sieht, sonst hat man keine Einschätzung. Die starken. Das sind die starken. Mhm. So, Absicherung hier 100 Ampere und mehr. Ich guck mal gerade, zuletzt hatte ich auch mal eine 500er gesehen bei euch. Waschmaschine kriegt er hier. Guck mal, hier ist ein Kabel direkt gelegt. Das heißt, das wissen die vom Bauplan her immer direkt, oder? Ja, muss man gleich von vornherein wissen, damit man alles schön sauber verlegen kann. So, jetzt gucken wir mal da rein. Das sind die Tanks. Die sind quasi wartungsfrei, oder? Von oben. Ja, absolut. Das hier, der große Tank, ist immer der Frischwassertank. Und dann gibt es je nach Modell dazu Grauwasser- und Schwarzwassertank, die dann in der gleichen Größe sind. So, das hier könnte ein Palace werden, glaube ich. Ich guck mal gerade, Batterien hinten, könnte ein Loft oder ein Palace sein. Man kann es an der Höhe schon sehen, noch nicht, oder? Ja, ich vermute, dass es ein Palace wird an der Höhe von dem Zwischenboden. Von dem Zwischenboden. So, der Zwischenboden hat jeweils Schottwände mit drin. Das heißt, alles ist abgetrennt. Aber hier sieht man eindrucksvoll natürlich die Heizung, die alte 3020 HE, die hier drin ist. Dann die Druckwasserpumpe. Das ist wahrscheinlich ein Filter, der reinkommt, Wasserfilter? Ja, ist ein Wasserfilter. Also wenn man das Wasser trinken möchte oder je nachdem, wo man ist, geht es einfach durch den Filter durch, filtert Kleinteile raus, filtert Kalk raus und so weiter.
So, jetzt muss man hier ja sauber arbeiten. Kleine Fehler sorgen dafür, dass ich das Auto unter Wasser habe. Kann da was passieren? Kann das hier, ich sag mal, Holz sich vollsaugen oder so? Nee. Nein, hier kann sich nichts vollsaugen. Also selbst wenn das Wasser durchs Fahrzeug läuft, die ganzen XPS-Schäume und Materialien, die verwendet sind, nehmen kein Wasser auf. So, das ist vielleicht ganz wichtig. Der ganze Unterboden hier ist praktisch frei von Verrottung. Der kann nicht verrotten, oder? Absolut, ja. Ja. So, man sollte trotzdem natürlich das sofort aufnehmen, das Wasser, denn Schimmel kann sich überall bilden. So ist es, aber meistens kommt es ja gar nicht dazu. Das sind Nomia-Batterien Super B. Ihr seid sehr happy damit. Ja, absolut. Funktionieren wirklich gut. Zwei Stück, 210 Amperestunden habe ich jetzt auch drin. Ich habe die zweite mitgebracht. Die hat der Robert mir vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr mal geschickt. Und heute habe ich sie verwendet. Das da könnte ein 70er sein? Nee, ist ein 120 Liter. 120er. Also ich habe die eben in schwarz gesehen, die da waren. Also es gibt verschiedene Bauformen, je nachdem. Ja, es gibt 70 Liter, 120 und 150. So, und hier sieht man auch, wie das Ganze verrohrt ist. Also wenn ihr das von außen normalerweise nur durch die Klappe seht, hier sieht das von oben, jetzt gehe ich mal gerade drauf. Linke Seite Grauwasser. Hier Grauwasser, Dusche, Waschbecken, Küche und so weiter. Und hier das Schwarzwasser. So, und das geht dann hier rüber. Ich guck mal gerade. So sieht es von innen aus. So werdet ihr wahrscheinlich gar nicht sehen können. Das Geniale ist hier oben die Entlüftungen. Die sind hier zu sehen. Und ja, ihr habt was ganz Neues. Ihr habt jetzt einen Kohlefilter drin. Ja, wir legen den Kohlefilter mit bei. Wenn der Kunde das möchte bei der Auslieferung, dann klickt man den einfach rein. Oder man kann ihn noch jederzeit selber reinklicken. Je nachdem, wie man möchte. Um einfach ganz sicher zu gehen. So, der Sensor, wo ist der jeweils? Hier an der Seite, oder? Ja, hier an der Seite. Die Sensoren sind hier an der Seite verbaut. Das sind die Originalsensoren, die Seriensensoren. Und man kann zusätzlich noch SuperSense haben, wenn man möchte. Ja. Deswegen braucht man eigentlich gar nicht von oben an den Tank ran, weil die Sensoren von außen servitierbar sind durch diese kleine Klappe hier. Wenn ihr euch immer gewundert habt, wozu ist die Klappe da, jetzt wisst ihr es. Die hat auch wahrscheinlich eine Lüftungsfunktion. Und das hier sind, glaube ich, Ultraschall, oder was ist das? Ja, das geht mit Ultraschall und zum Tankreinigen sind die, wo du jetzt mit der Kamera drauf bist, die blauen 90-Grad-Winkel, da sind Düsen drunter, um die Tanks zu reinigen, Fäkaltank und Grauwassertank. Also das bedeutet hier diese Anschlüsse hier, das sind die Spülanschlüsse für die Tanks jeweils. Richtig, man nimmt hier, geht mit dem Gardena-Schlauch drauf und kann dann wählen zwischen Grau- und Schwarzwassertank. So, und die zeigen, ich zeige euch mal gerade, wo die hingehen, durch das Loch durch, hier oben rein, hier rein, einmal in den, was ist das da, grau, schwarz? Das ist Schwarzwassertank. Ja. Der ist jetzt auch schon komplett gefüllt mit Wasser. Also wir füllen die, sobald die Tanks drin liegen und verbaut sind, werden die komplett mit Wasser gefüllt und ausgelittert. Falls doch mal etwas sein sollte und ein Tank von der Produktion her einen Fehler hat, dass man sofort merkt. Das bedeutet also, wenn der jetzt in der Bauzeit, wie lange baut ihr hier dran? 10, 12 Tage oder? Ja, wir bauen so 10, 12 Tage dran in der normalen Linie und dann sind die Fahrzeuge am Bandende. Wir haben ja immer wieder noch das Thema, dass irgendwelche Sachen fehlen. Es ist nicht alles immer lieferbar. Das wird dann in der Nacharbeit gemacht. Also er ist noch nicht komplett fertig, aber größtenteils. So, jetzt geht es immer einen Schritt weiter. Dann ist hier vorne, ja, da ist noch nicht so viel passiert, aber da vorne haben wir, oh, das ist ganz interessant. Die ist jetzt mal liegend montiert. Eure Batterien sind zertifiziert dafür, dass sie egal wie montiert werden dürfen. Genau. Kann man stehen, liegend montieren, gar kein Thema. Ja, dass wir das mal sehen. Das könnte jetzt, also hier ist das gleiche in grün, drei verschiedene Tanks. Und sag mal, elektrisch. Das ist eine elektrische Schieber, oder? Genau. Also da kann man vom Fahrersitz aus einen Knopf betätigen und kann dann Schwarz- und Grauwassertank öffnen, braucht nicht auszusteigen. Meistens wird es kombiniert mit einer Kamera unten, also gerade wenn man alleine unterwegs ist oder den Beifahrer oder die Beifahrerin nicht rausschicken will, dann kombiniert man diese elektrischen Ventile mit der Kamera unten. Ich guck mal. Ist noch nicht verbaut, wird aber verbaut. Wird verbaut, so. Das heißt, auch das kann man nachrüsten. Da vorne ist der Kameraanschluss. Hier ist der Anschluss für die Kamera. Was bei dem Fahrzeug noch mit drin ist, ist die Umpumpfunktion, um vom Grauwassertank in den Schwarzwassertank rüber zu pumpen. Okay, da habe ich diesmal drauf verzichtet. Aber ich habe auch 350 Liter Tank drin. Das ist, also mal schauen, vielleicht war es ein Riesenfehler.
Wir werden sehen. So, nächste Station kommen schon die Möbel drauf. Aber wir verkaufen die ja gern in ein paar Jahren die nächsten Modelle. Ist ja nicht das Thema. Nächstes Jahr. Ich habe schon eingestellt. Ja, gut so. Gut, ich muss dazu sagen, die Leute denken immer hier, der hat sie nicht alle, aber wir testen ja immer die neuesten Modelle. So, deswegen werden die bei mir nicht älter wie ein Jahr. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal einen Loftliner. Hast du viele Loftliner schon verkauft? Nein, ich muss ehrlich sagen, Palace Liner. Allerdings sind die meisten Fahrzeuge 7,5 Tonnen auf Daily Basis, 7,94. Da sind die Möbel schon. Das ist sensationell. Ja, jetzt, was sagst du denn, wenn einer sagt, naja, eure Bauweise von innen nach außen, da nehme ich doch lieber einen Hersteller, der zuerst die Kabine baut und dann die Möbel ein. Ist es stabiler, weniger stabil? Ja, man kann hier sauber arbeiten, man kommt besser hin, die Fahrzeuge sollen bezahlbar bleiben. Warum soll ich es mir unnötig schwer machen? Alles durch die kleinen Türen durchtragen. So kann man die ganzen Bauteile, Dusche, Küche und so weiter in der Schreinerei fertig machen und dann komplett ins Fahrzeug heben. Ihr habt überall Möbelverbinder. Das heißt also, das, wenn es mal da ist, ist wirklich sehr, sehr fest verbunden, oder? Ja, durch die Möbelverbinder sehr, sehr fest. Ich widerspreche dir ganz ungern, aber diese Verbinder haben den großen Vorteil, dass sie sich minimal bewegen können. Das Fahrzeug verwindet sich. Man braucht nur mal überlegen, wenn man über einen Bahndamm oder ähnliches fährt, dann können diese kleinen Teile sich minimal bewegen. Dadurch reißt keine Schraube, alles bleibt fest. Das hält das Ganze flexibel, ähnlich wie bei einem ICE-Zug. Das haben wir nämlich extra vorher besprochen, denn du weißt, wo du Bewegung hast, hast du immer Verschleiß und die Möbelverbinder, die verhindern das. Ja, genau. Unter anderem, ja. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn wo immer was reibt, irgendwann wird das Quietschen immer größer und das habt ihr minimiert, oder? Ja, absolut. Es sind auch überall, wo sich was bewegen kann, wo ein Geräusch entstehen könnte. Hier sind die Filzaufkleber mit drauf, die Filzbänder. Die an der Wand entlaufen quasi. Die sind überall an der Wand und überall, wo sich was bewegen kann. Das ist krass, jetzt sieht man es mal von der Seite. Ja, wir können gleich sehen, wir können gleich schauen, wo die Wand aufgeklebt wird. Hier sieht man es mit exemplarisch. Da kommt die Toilette wahrscheinlich hin. Nee, ein Schrank. Nee, die Toilette ist auf der anderen Seite. Hier kommt ein Schrank rein. Da ist die Toilette. Das ist die Dusche hier? Ja. Das ist die Dusche. Was man hier auch ganz gut sehen kann, ist, dass überall Luft dazwischen ist. Hier kann überall Luft durchzirkulieren. Das sorgt dafür, es bildet sich sowieso kaum Kondenswasser. Durch den Aufbau des Fahrzeugs, es gibt keine Kältebrücken und es kann überall die Luft schön durchzirkulieren für ein optimales Raumklima. Hier sieht man auch mal einmal schön, das ist der Kompressor, oder? Ja, Kompressorkühlschrank. So, hier ist der Lüfter mit drin. Das ist cool. Also alles mal so offen zu sehen, hat natürlich einen riesen Vorteil. Es ist jetzt auch mal verständlich, was ist da eigentlich drunter? Das ist der Gurtbock, also auch der ist komplett verbunden. Das heißt also, die Sicherheitsgurte, die sind direkt mit dem Fahrzeug verbunden, mit der Karosserie. Genau, das geht runter bis auf den Rahmen. Das sind solche Sachen, ist ganz wichtig auch, dass man die möglichst mitbestellt, weil sowas nachrüsten ist kaum möglich oder wirtschaftlich nicht wirklich darstellbar. So, hier, das ist so ein Heizkörper. Ja, der ist im Einstiegsbereich. Wir haben überall Heizkörper verbaut, auch später vor der Windschutzscheibe. Man kann das zeigen. Die Leitungen sind im ganzen Fahrzeug unisoliert, damit wir wirklich überall ziemlich die gleiche Temperatur haben. Auch selbst wenn Sie jetzt die Fußbodenheizung, oder selbst wenn du die Fußbodenheizung nicht anhast oder keine verbaut hast, hast du trotzdem keinen kalten Boden, hast keine kalten Ecken, nichts strahlt kalt ab, hast ein absolut gleichmäßiges Wohnraumklima. So, hier sieht man, der wird wahrscheinlich weiter geschoben, nehme ich an. Also, oder wie geht der? Oder wird der im Stehen gefahren dann? Oder kommt da ein Stühlchen? Willst du eine ehrliche Antwort? Ja. Oder die der Chef sagt? Also, normalerweise muss ein Stuhl drauf, aber mehr sage ich nicht. Gut, sehr schön. Das ist ja so, Arbeitsunfälle hier gegen null, muss man auch sagen. Die Leute sind sehr stark geschult. Arbeitsschutz, ein ganz wichtiges Thema bei euch. Ja, absolut, absolut. Ich guck mal gerade, das ist so eine Garage. Bitte schaut euch das Video an mit Robert. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn Robert hat mir vor 3 Jahren die XL-Version von dem Rundgang gezeigt. Da sind wir wirklich in 3 Stunden durchgegangen. Heute wollten wir irgendwann mal auch nach Hause fahren. Komm, wir zeigen noch eine Sache, die habe ich gerade gesehen. Hier vorne, das ist der Wärmetauscher, oder? Das ist der Wärmetauscher. Es ist eine CO2-neutrale Möglichkeit, das Reisemobil zu beheizen. Man schaltet so, indem man es auf Rot stellt, den Kühlkreislauf dazu. Man nutzt da die Abwärme des Motors, um das Heizsystem, das komplette Fahrzeug mit vorzuheizen. Mhm.
Ist jetzt zu oder auf, die Stellung? Der ist jetzt auf. Das Ganze funktioniert dann, sobald die Heizungspumpe, die Kreislaufpumpe läuft. Also man kann es auch im Sommer offen lassen. Die alte. Okay. Genau. Sehr schön. So, jetzt gehen wir gerade hier durch. Was haben wir hier stehen? Dunkles Holz. Das ist wahrscheinlich keine Atomphysik, um das zu erkennen, dass das Holz dunkler ist. Qual der Wahl bei Hölzern, wie gehst du damit um im Verkauf? Was dem Kunden besser gefällt. Wir haben ja alles hier zum Zeigen. Also man kann sich das in Ruhe anschauen, man kann sich reinsetzen, man kann es wirken lassen. Das ist einfach Geschmackssache. Genauso wie bei den Böden haben wir zwei verschiedene. Hier ist der dunkle verbaut. Es gibt dunkel und hell. So, jetzt haben wir hier schon die nächsten Heizkörper drin. Ja, das ist das Schöne, es geht alles mit warmem Wasser, die Heizung. Das heißt, es läuft nicht in Gebläse wie in einfacheren Fahrzeugen, sondern es ist im Fahrzeug absolute Stille und man hat schöne, gleichmäßige Wärmeverteilung. Von den Seiten, von unten, von überall, also nicht so, gerade jemand, der zugempfindlich ist, der wird das so schätzen müssen, oder? Ja, ja. Müssen wir mal gucken, ob hier das schon an der Windschutzscheibe verbaut ist. Ich glaube nicht. Doch, ist schon drin. Ist schon mit drin. Also hier vorkommt die Windschutzscheibe und damit hat man praktisch eine Art Wärmevorhang auch von vorne. So, dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite, dass wir mal sehen, was ist hier. Da sieht man sehr schön mal so einen Heizkörper, ganz freistehend. Ja. Und hier oben geht es dann hoch, das Ganze ist ein durchlaufendes System. Das ist die Heizkörperverteilung hinter der Küche. Sensationell, dass man das jetzt mal alles offen sehen kann. Letztes Mal war es viel lauter, weil wir haben während der Arbeit gefilmt. Da ist das Geräuschniveau natürlich ein bisschen höher. Absolut. Jetzt ist es still. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Kollegen aus der Produktion nicht da sind. Ich habe die in meiner Zeit, in den 3 Wochen, wo ich mitschrauben durfte, kennengelernt. Ja, mir ist es lieber, wenn die Kollegen hier sind. Du, aber ohne Hektik, sage ich jetzt mal. Und dann haben die auch alle noch Radios laufen und so weiter. Das ist jetzt auch weg. Jetzt sind die Seitenwände sind auf einmal drauf. Das ist, da oben sind sie noch, werden sie noch gehalten mit einem Holz, damit sie nicht auseinander, oder das ist wahrscheinlich eine Stabilisierung. Die werden drauf geklebt oder wie läuft das? Ja, die werden drauf geklebt. Die Schrauben, die seitlich mit drin sind, um die Seitenwände zu montieren, gehören nur dafür, um sie zu fixieren. Das Ganze ist verklebt mit Sikaflex und wenn das dann praktisch ausgehärtet ist das falsche Wort, weil Sikaflex ist ja ein dauerelastischer Kleber, damit das Fahrzeug elastisch bleibt, damit nichts reißt. Wenn das abgebunden hat, der Kleber, könnte man theoretisch die Schrauben wieder rausdrehen. Ähnlich wie bei einem ICE-Zug, der ist ja auch nicht verschraubt, sondern verklebt. Sind die Möbel sind jetzt verklebt mit der Seitenwand? Die Möbel sind nicht verklebt mit der Seitenwand. Zwischen Seitenwand und Möbel ist noch ein Filz mit drin und man hat die kleinen Schrauben mit dabei. Haben die Möbel überhaupt eine tragende Funktion, oder? Nein. Deine Meinung? Nein. Nee. Nein. Also die sind gar nicht verschraubt da groß, oder? Nur minimal, das sind nur die kleinen Schrauben. Okay, also doch ein bisschen also verschraubt sind sie. Ja, ein bisschen verschraubt sind sie, die tragen auch ein bisschen mit, also gar keine tragende Funktion war jetzt falsch. Ja. Wäre jetzt falsch, ja, das ist so. Cool, ja trotzdem, ich bin dir so dankbar, dass du mich durchführst, weil wir haben eben noch mit Robert gedreht und er hat natürlich viel zu tun und er hat gemeint, dass wir dich mal kennenlernen. Du bist jetzt hier im Vertrieb. Wie war das denn, als du den ersten verkauft hast? Konntest du dich noch daran erinnern? Ja, aber obwohl ich das jetzt wirklich schon seit einem Vierteljahrhundert Sachen verkaufe, trotzdem aufgeregt. Macht aber super Spaß. Also es ist wirklich, wirklich fantastisch, mit solchen Kunden, Kollegen und so weiter zusammenzuarbeiten. Das ist einmalig in der Branche. Komm, wir gucken uns mal die Seite an, von ein bisschen weiter hinten, dass wir mal sehen, das ist jetzt quasi ein teilfertiges Fahrzeug. Aber guck mal hier, so siehst du eine Seitenwand einzeln aus. Ist schon fast ein bisschen spooky, oder? Ja, vor allem wenn man sieht, wenn man berücksichtigt, dass wir das alles selber machen. 10, 15 Meter links neben uns werden die gebaut, aus den großen Platten raus. Dann wird das Ganze zusammengesetzt wie ein Puzzle nach einem Plan. Jedes Fahrzeug hat ein eigenes Baubuch, wo alles genau hinterlegt ist, wie das dann später mal aussieht, wie man die kleinen Teile zusammensetzt. Und dann bauen wir das selber zusammen. Man kann beobachten, wie die CNC-Maschine die Öffnungen rausfräst. Also es ist wirklich, ich liebe es einfach. Jetzt gucken wir mal hier rein. Also da ist die Tür, da ist jetzt nur so ein Rahmen drin, ein Hilfsrahmen. Ja, um das Ganze zu stabilisieren. Weil die werden ja oben aufgehängt an den roten Ösen. Stark. So, jetzt geht's weiter.
Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Zustand hier, oder? Ja, ja. Da ist jetzt schon hier über die Frontmaske mit dran gesetzt. Das ist jetzt ein Home. Cool, ich liebe den Home, weil der klein und fein, echter Morillo, am selben Band gebaut. Oder? Ja, absolut. Also das ist ja auch das Schöne. Man sieht ja, da ist ein Home, dann kommt ein inzwischen Dreiachser Empire, Grand Empire. Ja, danach kommt ein Loft, dann kommt ein Palace, alles am gleichen Band, alles die gleichen Grundgene. Also es gibt da keine Abstriche in der Qualität oder Ähnliches. So, jetzt sieht er schon fast fertig aus. Naja, es fehlt noch ein bisschen was. Wir sind noch nicht mal in der Mitte vom Band oder fast in der Mitte vom Band auf Station 9. Okay. So, jetzt ist die Heckmaske, die wird wahrscheinlich hier irgendwann mal kommen. Da sind schon zwei Stück vorbereitet. Die sind auch schon fix und fertig. Die sind aus GFK, unverkennbar. Hier sieht man sehr schön. GFK. Die Teppiche sind schon drin. Die Lampen schon eingebaut. Da ist eine Morillo-Maske. Ah, hier ist noch ein bisschen Teppich, guck mal. Ja, ist für den Innenraum, für die Verkleidung der Garagen. Cool. Im Hintergrund sehen wir jetzt die Panelfertigung. So, sollen wir da mal rein? Ja, komm. Klar. Gucken mal rein. Das ist schon beeindruckend, die Panelfertigung. Die werden auch hier zusammengeklebt, oder? Ja, die werden zusammengeklebt. Wenn wir wollen, können wir mal nach links durchgehen, wo es losgeht. Hier sind die Kollegen, die die CNC-Maschine überwachen. Achso, da wird jetzt gerade was reingeschnitten. Ja, was macht ihr? Hallo. Hallo, ich bin der Sven. Servus, ich bin der Enver. So, was ist hier gerade? Das ist jetzt eine Boden. Fräsen wir Boden. Okay. Ist das ein Boden, oder? Das ist Boden. Okay. Boden 2. Also zweiter Boden. So, du hast da was in der Hand. Was hast du da? Das ist Fernbedienung. Achso, du steuerst das wie so ein Joystick, oder? Genau. Ich steuere alles, ich überwache alles. Und das Programm ist aber schon drin, oder? Programm ist schon drin. Ich habe richtige Programm gewählt und dann Maschine Rest mag selber. Wie cool? Ja. Das gefällt mir. Das heißt, der macht die ganzen Löcher rein, oder? Genau. Löcher, Bohrungen. Ist das genau? Ist das ganz genau. Schön. So, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Hier vorne, das sind die ganzen Ausschnitte, oder, die drin sind? Genau, das ist das, was übrig bleibt. Da sieht man auch den Aufbau. Wir haben hier, das ist eine Wand, da ist Alublech. Dann kommen die XPS-Platten, nehmen keine Feuchtigkeit auf, sind unheimlich hart, isolieren perfekt. Auf der anderen Seite wieder das Aluminiumblech. Vom Aufbau her ist es ja so, dass wenn man von oben anfängt, das Dach oben ist GFK, um die Sicherheit bei Hagel zu geben. Dann kommt der Schaum, dann innen drin haben wir wieder Blech, man braucht nur mal dran zu denken, du stehst irgendwo im Gebirge mit einem Reisemobil, es zieht ein Gewitter auf, in dem Morillo bist du absolut sicher, weil durch Blech oben, Blech an der Seite und die Konstruktion, also das Chassis unten drunter, bildet sich der faradäische Käfig. Also kann überlebenswichtig sein, solche kleinen Details. Das steckt in den Morillos einfach alles mit drin. So, hier wird gefräst. Stark. Ja. Dass man alles schön sehen kann, oder? Ja, ja. Wenn man sich überlegt, dass wir das alles aus Einzelteilen zusammengesetzt haben, kommen wir da noch dazu. So, das hier werden die Klappen, oder? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist die Fußbodenheizung? Da, hier ist die Fußbodenheizung, hier sieht man es. Aus dem Klappenrohmaterial, also aus den ganz normalen Platten wird es zusammengesetzt, wird hier vertackert. Die gelben Teile haben eine höhere Rotdichte, also das ist das, wo praktisch Gewicht draufkommt oder wo Gewicht, noch mehr Gewicht draufkommen kann. Und das wird für jedes Fahrzeug individuell zusammengestellt. Man kann hier gut sehen, die Fußbodentemperierung sorgt einfach dafür, dass man, wenn man barfuß oder nur in Socken durchs Reisemobil läuft, einen schönen warmen Boden hat. Für die Heizleistung an sich bräuchte man es nicht unbedingt, da geht es wirklich nur ums Wohlfühlen. Was auch wirklich gut ist, ich hatte heute erst eine Kundin, die gesagt hat, sie hatte früher immer kalte Füße, was man dagegen machen kann. Das sieht man jetzt hier ganz gut, dass um den Fahrer- und Beifahrersitz
wirklich eine Schleife rumläuft. Das heißt, man hat nie kalte Füße. So, und das ist die Plattenfertigung. Das heißt, ach, das weiß ich noch von damals. Da sind die Bleche in verschiedenen Dicken? Richtig, das sind die Bleche in verschiedenen Dicken, je nach Wandgröße und Modell. Genauso das GFK. Also auf den Rollen ist das GFK drauf und die verschiedenen Bleche. Und werden dann praktisch auf den Tisch gezogen. So, das GFK ist wo eigentlich im Einsatz? Im Boden? Das GFK ist einmal oben am Dach und dann im Boden 1 ist es sowohl unten als auch oben mit drin. Da ist alles mit GFK. Hut ab, und du bist seit 3 Monaten hier. Ja. Du weißt alles. Es ist gut. Ja, mir macht es halt einfach Spaß. Ich bin ja hier, weil ich Bock auf Reisemobile habe, weil ich vorher schon mit dem Reisemobil unterwegs war. Allerdings ein paar Nummern kleiner. Ja, und mein Traum war, immer selber mal ein Reisemobil auf LKW-Basis zu bauen. Und dann hat aber die Vernunft gesiegt und ich habe gesagt, ich gehe mal dahin zu denen, die das jetzt schon können, und bringe mich da mit ein. Das heißt, du kennst den Vertrieb, du kennst dich aus mit LKWs, du kannst ein bisschen was dazu sagen, Eurocargo, Actros und so weiter, kommst du ja her, oder? Ja, absolut, es war mein Tagesgeschäft. So, jetzt gehen wir mal durch. Da vorne ist das CNC-Steuerpult, das kenne ich noch von anderen. So, hier kommt jetzt Blech zum Beispiel drauf, oder? Das wird dann verklebt? Genau, hier kommt dann das Blech drauf, dann wird es verklebt und geht dann rein in die Presse, wo es verpresst und verbacken wird. Und von da aus? Ja, da vorne ist die Presse. Es ist gerade was drin, oder? Genau, da ist gerade was drin. Das wird verpresst, bindet ab und geht danach, wo wir gerade den Kollegen gesehen haben, in die CNC-Maschine rein. Hier ist der Boden. Ne? Von der Seite kann man den mit draufziehen. Das ist der Cappuccino. Sehr, sehr hochwertiger PVC-Boden. So, das ist Objektware, oder? Also zum Beispiel Gastrobereich und so weiter, das ist jetzt nicht für zu Hause. Nee, das ist absolut für starke Beanspruchung gebaut. Gut, also nichts, was ich im Baumarkt kriege für 9 Euro. Nein, auf keinen Fall. Dafür ist es viel, viel, viel zu dick und zu hochwertig. So, das sind die Pressen. Das Backen dauert wie lange, weißt du es? Ich glaube, 50 Minuten muss es drin sein, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Eine schöne Sematik. Hier siehst du den Plan. Das ist jetzt der Plan von dem Dach. Welche Ausschnitte wo reinkommen. Jedes Fahrzeug hat ein extra Baubuch, wo genau hinterlegt ist, was verbaut wird, wie es verbaut wird und wo es verbaut wird. Es ist wirklich jedes Fahrzeug individuell. Es ist eine Mischung aus Manufaktur und Bandfertigung oder Linienfertigung. Okay, das heißt, ihr habt noch einen gewissen Einfluss, habt ihr noch einen kleinen Einfluss auf bestimmte Dinge? Ja, natürlich. Es muss auch immer ein bisschen Sinn machen und es darf einfach den Rahmen nicht sprengen, weil wir sonst die Taktzeiten nicht einhalten können. Und die Morelos sollen ja trotz allem noch bezahlbar bleiben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, denn das würde ja auch den Preis, die Kosten massiv in die Höhe schlagen. Die Rohstoffpreise, Robert hat mir das erzählt. Die Rohstoffpreise sind unglaublich gestiegen und das macht euch natürlich unglaublich zu schaffen. Gibt's täglich neue Preise oder wie? Nein, aber wir haben natürlich, früher hatten wir eine Preisliste im Jahr gehabt, inzwischen kommen wir, dieses Jahr waren wir leider bei 3. Hier kann man ganz gut sehen, der ist jetzt vom Ausfräsen her fertig, wird sauber gemacht und fährt dann hinten raus. Zum nächsten Schritt. Das ist jetzt ein Boden 1 in der Farbe Cappuccino. Das sind die Reststücke, die übrig bleiben. Genau. Ach so, der fräst einmal durch, komplett. Ja. Echt? Krass, das heißt den ganzen Boden einmal komplett. Das dauert wie lange ungefähr? Wie lange dauert das hier, die komplette Platte? 25 Minuten dauert das. Das wäre einer von Hand, der wird das gar nicht hinkriegen, oder? Nee, und vor allem ist es schwierig, man braucht in der Qualität, also da arbeitet die Maschine besser. Wichtig ist nur, dass der Kollege, dass immer welche dabei sind und das mit überwachen. Also man hat ihn vorhin mit der Steuerung gesehen, da kann er eingreifen. Die Löcher, also die Ausschnitte sind natürlich programmiert, aber trotz allem steht er immer daneben, um, falls mal irgendwas sein sollte, sofort eingreifen zu können. Oh, das ist sensationell, dass gerade fertig gewesen ist, weil das haben wir im letzten Video gar nicht drin gehabt hier, die Fertigung. Und das rollt denn hier rüber? Das rollt hier rüber. Also hier kann man normalerweise nicht rein, wenn die Maschine arbeitet, wäre ja zu gefährlich. Ne? Also es ist ganz selten, dass man hier mit rein kann. So, jetzt haben wir Glück gehabt. Ja, absolut. Die Maschine war nämlich aus. Das ist die Steuerung.
So sieht das aus. Krass. Schön. So, heute ist Freitag. Wann ist bei dir Schluss? Bei mir um 17 Uhr ungefähr. Okay. Ich habe bei mir im Kühlschrank war noch ein bisschen Feierabendbier. Ich hoffe, du hast auch mal eins bekommen. Von dem, wo der Reinhard drauf ist. Ja, ja, haben wir getrunken, haben wir getestet, schmeckt sehr gut. So, was ist hier? Also, hier kommen die Teile dann raus, also Böden, Wand, Decken, alles. Ach so, ihr macht alles auf derselben Boden, Wände, könnt ihr alles auf der gleichen? Geht alles auf der gleichen Linie. Und hier vorne, ein Stück weiter, geht es dann los. Da sind die Kollegen und Kolleginnen und machen dann die Bespannung drauf. Die ziehen jetzt gerade eine Kunstlederbespannung aus. Man kann ja wählen zwischen Kunstleder und Stoff. Und die verkleben das dann. Ähnlich wie beim Tapezieren. Die schneiden das Ganze jetzt zurecht. Es riecht ja schön. Ja, das ist halt, riecht alles so nach neu. Und man sieht, es ist halt wirklich noch, da arbeiten Leute mit Liebe und, wie sagt man? Passion. Muße. Ja, genau, Muße. So, das ist einmal der Stoff. Hier sieht man sehr schön, wie dick der ist. Das ist unglaublich. Ja. Also der isoliert natürlich wesentlich besser wie das Leder. Genau, schluckt gut den Schall, macht ein schönes Raumklima. Ja. Dafür sieht das Leder besser aus. Ja, und man kann das Leder abwischen. Also da hat mir eine Kundin ein Argument gebracht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also wenn dann doch mal eine Schnake mit drin ist und man... Kein Problem, ich habe zu Hause einen Tornador. Kennst du das? Nein. Das ist so ein Gerät, das mit Druckluft reinigt. Da kriegst du alles raus. Ach so, okay. Das ist auch aus dem Aufbereiterbereich. Auch die roten Flecken? Alles, du kriegst alles raus. Ah, okay. Also es ist unglaublich mit dem Tornador. Könnt ihr mal googeln, Tornador heißt das Ding. Ja. Gibt es bei Christ Arbeitsschutz und ist in der Aufbereiterszene das Mittel. Hier, was ist hier? Also hier machen die dran die ganzen, die Türen, Fenster und die Beklebung, die Folierung. Die reinigen gerade die Wand und danach machen die Folierung mit drauf. Das sind die Seitenfenster elektrisch? Ja, ja. Hier sieht man den, genau, mir fällt das richtige Wort nicht ein, Welle. Welle, genau, wird das Ding geöffnet? Wird das Ding geöffnet, ja. Cool. So, jetzt wird hier gereinigt, denn da kommen die Aufkleber drauf, oder? Richtig, richtig. Da kommt jetzt das Design drauf. Entweder das normale oder Carbon-Design oder auch die Glasbeblankung. Hast du mal einen Schriftzug hier im Palace? Ein Schriftzug mit Sicherheit, aber ich weiß jetzt nicht. Komm, wir fragen mal die Kollegen, ja, ob sie mal einen haben. Das ist cool. Das Morillo-Zeichen. Das Morillo-Zeichen ist hier. So. Die Carbonfolie, ja, hier das Carbon-Design und hier das Morello-Logo. Hast du so ein Palace-Logo oder sowas? Was kommt da drauf auf den? Schriftzug? Ja. Schriftzug. Ha! Ich mal sehen, wo die Schriftzüge drin liegen. Ah, okay. Und wir haben auch in Chrom. Okay. Chrom? Wo? In Chrom. Wo sind die in Chrom? Ja, ich muss dann... Ich muss mal das Handlager der Schriftzüge mal gucken. Ich habe nämlich so eine Idee für meinen. Danke, vielen Dank. Der Kollege, der gerade. So, hier sind übrigens die ganzen Folien. Wie ist dein Vorname? Vedrana. Petra? Vedrana. Vedrana. Ja. Sehr schön. Das sind die Chrom. Ja. Oh, wie geil. Hier Palace Liner. Das ist ja sensationell. Das ist toll, oder? Ja. So, und hier vorne, was ist das da, Empire? Das sind die alte, das wir benutzen nicht mehr, wegen wir haben bekommen die neue. Wegen die Autos sind echt toll. Okay. Palace Chrom jetzt, die halten wahrscheinlich ein bisschen länger, oder? Und die Grand Empire, ich bin nicht ganz sicher, wo ist der? Wir müssen bestellen, ja. Sehr schön. Aber trotzdem kommt auch so in Chrom und das schaut geil. Toll, ich bin ganz beeindruckt. Vielen Dank. Du machst das toll. Ich bin ganz begeistert. Hier, das sind die Logos von Morello. Ja. Okay, lauter Morello-Logos. Guck mal gerade. Das heißt, du kannst auch einige Fahrzeuge bauen, ne? Jeden. Dankeschön. Und wir machen das gerne. Ja, das glaube ich dir. Boah, die machen das wirklich voller Liebe, oder? Hab ich ja gesagt. Also mir haben die 3 Wochen in der Produktion richtig Spaß gemacht. Ich musste dann nur irgendwann mal anfangen zu verkaufen, sonst wäre ich da noch länger geblieben. Cool. So, dann
Das ist so eine Seitenwand, wenn sie denn anschließend fertig ist. Da ist jetzt alles okay. Da fehlt jetzt noch die Bezeichnung. Kunden sagen auch, ich will keine haben. Das geht auch. Ja, das geht auch, klar. Nur, ja, klar. Wir machen fast alles. Sehr cool. So, jetzt gucken wir mal, gehen wir mal weiter. Das ist jetzt die Wand- und Boden- und Deckenfertigung. Genau. Alles, was Wand, Boden, Decke ist, passiert hier, wird hier gebaut. So, machen wir mal ganz kurz einen Schwenk. Ja, ich habe mich diesmal für Stoff entschieden, denn wir benutzen das ja auch als mobiles Tonstudio und das war doch ein deutlicher Unterschied. Der Stoff, der schluckt nochmal ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da Wert drauf legt, ganz klar Stoff. Aber es ist Geschmackssache. Deshalb ist es wichtig, wenn man sich zusammensetzt und den Morello zusammenstellt, dass der Kunde wirklich sagt, was ist für ihn wichtig, was hat er mit dem Auto vor. Ne, nicht, was macht der Nachbar mit seinem Morello oder der Bekannte, sondern was will der Kunde mit seinem Morello, was ist ihm wichtig und dann stellt man zusammen. Komm, wir gehen mal da hoch, denn hier kann man was ganz Tolles sehen. Hier wird am Dach gearbeitet oder von oben. Und das geht natürlich nur, hier sind so typische Ersatzteile. Was ist das hier? Das hier sieht aus wie die Steuerung für die Scheibenwischer? Genau, nee, für die Jalousie vorne von der Windschutzscheibe. Ah, okay. Gut. So, gehen wir vorsichtig hoch. Und dann kann man nämlich von oben mal hier drauf gucken. Das kann man nämlich normal nicht. Hier ein Hubbett drin, guck mal. Ja, hier ist ein Hubbett drin. Das Ganze ist elektrisch, sieht man ganz gut da drüben auf der anderen Seite. Oder hier, da ist es auch nochmal drin. Was man hier auch super sieht, das ist genial, wie das Ganze funktioniert mit dem TV, dass der in dem Schrank verschwindet, wo die Gläser dann davor sind. Das ist wie so ein Magic Trick. Absolut, absolut. Wenn man eine TV schaut, also dann ist er auch nicht zu sehen. Ich bräuchte das gar nicht. Für mich könnte der Fernseher immer da sein. Aber der Vorteil ist, dass du natürlich durchs Fenster gucken kannst. Ja, ich sage immer, der vordere Bereich von dem Morello ist wie ein fahrbarer Wintergarten, den man da aufstellen kann, wo man sich gerade am wohlsten fühlt. Guck dir mal die Wanddicke an, das ist ja der Hammer, oder? Ja, die Wanddicke, die Isolierung ist fantastisch. Die Fahrzeuge gehen bis von minus 50 bis plus 50, wenn es die Standklima dann schafft. Also, und es geht natürlich nur über Top-Materialien und eine gewisse Stärke. So, ihr habt ja noch einen Lüfter verbaut. Das ist, es gibt ja wahrscheinlich für alles, was ihr einbaut, Einbauanleitungen, wie was wie zu montieren ist, in welchem Abstand, ob das ein Kühlschrank ist oder irgendwas anderes. Ja, aber man muss dazu sagen, dass die Leute das auch drauf haben. Also das sind, die können viel, die haben Erfahrung, die haben schon viel gemacht und von daher musst du da nicht jedes Detail erklären. Man kann es natürlich, ja, aber die Leute haben schon echt was drauf. Hat der Robert auch gesagt, dass die quasi, die schon länger hier arbeiten, die machen das in perfekter Qualität blind. Ja, und bringen auch immer wieder Neuerungen mit rein, Verbesserungen, überlegen sich was. Also Hut ab von den Jungs und Damen, die hier schaffen. Hier sieht man, wie viele Möbelverbinder ihr verwendet. Also das Ganze ist wirklich massiv verschraubt, oder? Ja. Muss es sein. Ne? Es wirken große Kräfte drauf. Das ganze Fahrzeug verwindet sich. Es soll nichts knarzen. Es sollen keine Spalten entstehen. Auch hier, guck mal, hier die indirekte Beleuchtung. Die indirekte Beleuchtung. Man sieht auch das Profil, wo die Oberschränke dran festgemacht sind. Also das ist alles äußerst massiv. Also wenn einer sagt, das wäre nicht gut gebaut, der kann sich persönlich bei dir überzeugen, kann sagen, ihr nehmt da kein Blatt von den Mund. Das ist, glaube ich, euch ganz wichtig, dass die Kunden sehen. Also jetzt mache ich hier das Eckstück, das ist in Handarbeit gefertigt. Genau, das ist in Handarbeit gefertigt. Das haben wir hier gemacht in der Schreinerei. Und das ist ja schon fast wie im Modellbau. So. Hier sind wir schon. Das ist die Dusche von oben. Boah, das ist ja fast wie hier so wie nennt man das früher? Playmobil. Wenn du von oben einfach abnehmen konntest, ja, einen Deckel, oder? Ja, das kann man hier machen. Also deshalb kann ich nur jedem Kunden empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, sich das mal anzuschauen. Man muss nicht unbedingt sein Fahrzeug sehen, aber wenn man das einmal gesehen hat, hat man ganz anderes Verständnis für das Fahrzeug und für das, was man sich da kauft. Und ja, es ist wichtig, dass man weiß, um was es geht. So, hier ist die Frontmaske, die ist jetzt schon drauf. Bei dem, jetzt hat jedes Auto hat ja eine andere Frontmaske, das heißt also der Palace Liner ist ja ein bisschen höher, der braucht eine andere Frontmaske, nehme ich an. Ja, jedes Fahrzeug hat seine, also jede Linie hat seine eigene Frontmaske. So, hier vorne ein Morello Getränkeautomat, den kann ich euch gleich mal zeigen. Der ist auch sensationell, hier links.
Den können wir ja verlosen. Nee, was Spaß. Hier überall Schrauben, das ist so genial, dass keiner da ist. Ich weiß, du hättest die Kollegen gern drauf gehabt, aber so können wir in Ruhe, weißt du, ohne die zu stören, dann bist du ja meistens schnell. Wir können ja mal kurz reinschauen, vielleicht von außen. Das hier ist so ein Schutz, nehme ich an, im Moment? Ja. Damit wir nichts verkratzen beim Rein- und Rausgehen. So, hier ist das Super drin. Tja, käme mir doch auf die Lust, ein Cabrio Morello mal zu bauen. Nee, würde nicht halten. So, jetzt ist hier ein bisschen frei. Was ein ganz wichtiges Thema ist, ist natürlich das Thema Langlebigkeit. Also, dass man wirklich den Leuten klar machen kann, man kann Serie fertigen in einer ganz hohen Qualität. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, da ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen den verschiedenen Fertigungsmethoden. Weil ihr habt ja keine Station, ihr habt wirklich ein Fließband mit drin, mit festen Taktzeiten. Ja, mit festen Taktzeiten. Allerdings ist es so, dass die Kollegen und Kolleginnen hier auch mal eine Station nach vorne oder nach hinten mitspringen, wenn irgendwo mehr Aufwand ist, wenn ein Empire Liner ist oder ein Grand Empire. Den im gleichen Takt zu schaffen wie einen Home ist natürlich fast nicht möglich. Deshalb brauchen wir in der Produktion auch immer eine bunte Mischung der Fahrzeuge. Guck mal hier. Also deswegen braucht ihr auch ein Home mal und einen anderen. Also da ist jetzt eine Dachklimaanlage drauf, Dometic. Das ist eine Satzschüssel. Das weiß ich noch. Kurz mal schauen hier. Das ist hier Druckluft an allen Stellen. Dann. Ja, hier vorne sehen wir die Ausschnitte. Das Dach kommt jetzt drauf, wird hier verklebt. Ja, das Dach kommt drauf, wird verklebt. Man sieht hier hinten die Öffnungen, wo die Luft durch kann, wo das Wasser runterlaufen kann. Wasser kann nur vorne und hinten runterlaufen, damit die Seitenwände sauber bleiben. Ach so. Deswegen? Ja. Krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, warum die Seitenwände so wenig praktisch Läufer haben, oder? Das war früher mit den Markisen immer ein Problem. Da lief es immer an den Markisen lang, oder? Richtig, früher waren die Markisen ja seitlich dran. Sieht jetzt deutlich besser aus, Eigenentwicklung. Ich glaube, der Reinhard hat sich das alles ausgedacht und entwickelt. Das gab es vorher nicht, also wenn ich richtig informiert bin. So, das sind die Ausschnitte. Hier habe ich ja jetzt meinen Max-Fan drin im Schlafzimmer. Das war meine Idee, weil ich gesagt habe, der ist so leise. Ich will ihn direkt an dem Ort des Geschehens haben. Der andere war mir immer zu laut. Das ist so. Aber jeder, ihr habt mittlerweile Max-Fan auch immer. Ja, wir haben auch Max-Fan mit drin. Ja. Okay. Hat ja auch den Vorteil beim Max-Fan, dass man den während der Fahrt öffnen kann und rausblasen lassen kann, was man bei einer normalen Dachluke oder so nicht machen kann. Auch im Regen geht er. Ja, geht auch im Regen. Wir haben jetzt. Warte mal, ich guck mal. Ah, das heißt, das kommt hier nochmal. Das kann eigentlich nicht undicht werden, oder? Nein, es kann nicht undicht werden. Wenn es sauber verarbeitet ist, dann wird es auch nicht undicht. Es wäre jetzt wahrscheinlich auch schon dicht hier mit der Folie, aber dann kommt ein richtig massives Profil drüber. Richtig, richtig. Das ist alles doppelt und dreifach gesichert. Auch unten drunter die rote Masse dichtet es schon ab, schließt es komplett. Dann nochmal ich sage jetzt mal Aluklebefolie, ich weiß jetzt den richtigen Begriff nicht, zusätzlich. Und dann kommt noch das Profil mit oben drauf, wo dann später die Markise eingeklemmt wird. So, Sattanlage, auch da habt ihr eine neue, die ist ja witzig. Zytrak, eine Flache bei Oyster. Also das heißt, ihr habt nicht mehr die typischen Parabolantennen. Das war vor deiner Zeit, da gab es Parabol. Genau. Jetzt hat man hier so eine Flächenantenne, die natürlich wesentlich windschlüpfriger ist. Das geht ja alles auch um das Thema CO2, Spritverbrauch und Co. Das hier ist was? Das ist Entlüftung? Nein, das ist keine Entlüftung. Da geht dann später das Kabel durch für die Solar. Kabelkanal. Genau, oder? Genau. Okay. Da wird das Solar durchgeführt. So, hier ein Spoiler für die... Für die Dachhaube dann LED. LED-Beleuchtung. Die wird hier verklebt. Pass auf, dass du nicht runterfliegst. Die wird hier verklebt, ist dann unter der Markise. Geht auf beiden Seiten. Dieses Fahrzeug bekommt es auf der anderen Seite auch. Mhm. Auf der Fahrerseite kann man machen zum Rangieren, wenn man auf beiden Seiten sitzen möchte, wenn man irgendwas suchen will. Hatte ich, habe ich nie benutzt. War wirklich so. Weil da drüben sieht man auch den guten Empfang. Ihr habt eine ganz tolle DAB-Plus-Antenne, denn viele haben schlechten Empfang, ihr nicht. Ja, normalerweise ist der Empfang gut, ja. Nee, der ist wirklich sehr gut. Also wir senden ja selber auf DAB und was hatte ich schon für schlechte Antennen? Das war ja kein Problem. Das hier ist wahrscheinlich auch Solar, oder? Ja. Dann, okay. Ja. Da sieht man schön die Dichtmasse. Das ist jetzt kein Zufall, dass sie so viel verwendet haben. Das muss so sein. Nein, das muss so sein. Das bleibt alles dauerelastisch, lieber ein bisschen mehr. Also das ist kein Thema. So, Fenster. Die waren schon drin das letzte Mal? Teil der Fenster? Weißt du noch?
Ja, die Fenster sind drin. Die Fenster werden ja drüben montiert. Die werden drüben, stimmt. So war das. So, jetzt können wir darum gehen. Also von hier oben, so sieht das dann komplett aus, dass ihr das mal seht. Ein Auto ohne Tür. Verstanden. Christian, ich glaube, das war gut heute, dass wir uns die Zeit genommen haben. Dann habt ihr ein ganz kleines bisschen alte Flüssigkeit. Guck mal hier. Ja. Glisophor nennt sich das Ganze. Da ist es mit drin, damit wird wahrscheinlich die Heizung gefüllt, oder? Ja, damit wird die Heizung befüllt. Das ist eine Spezialflüssigkeit, die Dichtungen mitschmiert, die gegen Korrosion hilft und natürlich Frostschutz. So, das sind von innen die Markisen. Die Jalousien und ja. Die Fliegengitter. Genau. So, ach, das ist eine Möbelklappe. Ja, das ist eine Möbelklappe. Die kommen drüben aus der Schreinerei und werden dann hier verbaut. Wir bauen die Möbel ja selber. Wir haben eine Fertigungstiefe von ca. 80%. Und es kommen die großen Platten an und am Schluss sind plötzlich die fertigen Möbel im Fahrzeug drin. Toll. Also die Qualitätskontrolle könnt ihr hier im Haus durchführen. Fast komplett, oder? Ja, absolut. So, was haben wir hier? Auffahrrampen für die Liner. Mhm. Für ein Garagenmodell. Ja. So, hier haben wir jetzt dann. Ist auch die Markise mit dran bei dem Fahrzeug. Das war jetzt oben, wo wir gerade am Dach waren, noch nicht. Und es ist halt das Schöne, dass die Markise komplett integriert ist und es auf Fahrer-Beifahrerseite, Seite, wo eine Markise ist und Seite, wo keine Markise ist, von der Optik praktisch fast gleich ausschaut. Das sieht aus nach einem Home, oder? Hier. Das ist ein Home, ja. So, was haben wir hier? Ja, Home. Home 82M. Wie Martha. Und auch hier, komm, wir gehen mal kurz rein, dass wir drin sind. Eine normale Tischversion. Hubbett. Dann, ach, die Heizung sieht man hier schön. Guck mal, an der Seite. Deswegen ist hier immer schön warm, oder? Genau. Und die Luft, also sie geht praktisch, sie zirkuliert schön im Kreis. So, da sieht man einen Teil von der Elektrik, die noch da ist. Der hat eine Mikrowelle mit drin. Hier ist die Küche noch nicht ganz fertig. Aber macht schon jetzt so vom Raumgefühl her, ist das jetzt schon ein Wohnmobil so langsam? Ja, absolut. Es ist ja auch schon ziemlich weit. Also das sind ja dann in Anführungszeichen nur noch Feinheiten. Da ist jetzt der Max-Van drauf. Feinheiten. Also ich habe ja absolut zwei linke Hände, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass hier die Arbeitsplatte sogar schon drauf ist. Ja, es ist alles mit drauf. Ist einfach zum Schutz, dass nichts vergratzt. Die ist hier geschützt. Das ist so eine dunkle Arbeitsplatte. Hier sind die Polster noch nicht drin, aber die kommen wahrscheinlich ganz zum Schluss. So, ja, lass uns mal rübergehen. Mal runtergehen. Boah, ein großer hier, oder? Ja, ist ein Actros. Liner. Ist ein Liner, klar. Entweder Empire Liner oder Grand Empire. Boah, hier echt Glasfenster. Ist ein Grand Empire. Also, ich bin mal ehrlich, mein absolutes Lieblingsmodell, vor allem der Dreiachser jetzt. Man muss ihn vielleicht nicht haben, aber was gibt es Schöneres? Ich sage immer, das ist Grand Empire zu fahren, ist so ähnlich wie ein Raumschiff fliegen. Ich bin zwar noch nie ein Raumschiff geflogen, aber so stelle ich es mir vor. Was ich cool finde, ihr habt ja auch ganz kleine. Also der Einstieg beginnt ja schon unter 200, glaube ich, im Moment, wenn man alles weglassen würde. Gut, dafür würde ihn wahrscheinlich keiner dann bestellen, weil da ja ein paar Sachen, die einfach Pflicht sind, mehr oder weniger. Ich habe jetzt zum Beispiel Anhängerkupplung habe ich genommen, Zentralverriegelung mit drin, LED-Licht. Das sind alles so Sachen, da kannst du nicht drauf verzichten. Die Markise ist, glaube ich, wichtig. Ja, Markise wichtig. Hubstütze gehört normalerweise dran, Fäkalientank gehört dran. Lithium-Paket. Ja, absolut. Was man hier jetzt schön sieht, wir haben hier einen Home und haben dann hier einen Grand Empire direkt hintereinander. Also das wird wirklich, egal für welchen Morello man sich entscheidet, alles hat die gleichen Gene, die gleichen Materialien. Wow, der ist schön. Da hat die schönen Alcoa-Felgen drauf, unheimlich pflegeleicht. Ja. Sehen gut aus, sind pflegeleicht. Und unglaublich billig. Ja, also. War Spaß. Ich glaube, der kostet so ein Satz Felgen, kostet irgendwie 12, 15, oder? Ja, das ist aber auch wert. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, die sehen nicht nur gut aus, sondern die sind ja auch dadurch, dass es Alufelgen sind, leichter. Man spart ein bisschen Sprit, ne? Ja, klar. Okay, verstanden. Also das ist ja auch Geschmackssache. Ich denke, es gehört vielleicht auch einfach dazu hier.
und was auch immer. Ich muss mal gucken. So, also das ist der Grand Empire, ist gleich in grün. Der hat einen Slide-Out? Ja, der hat einen Slide-Out. Echt? Komm, wir gehen mal rein und gucken uns den mal an. Der ist hier so teilmontiert. Ist das gut, dass heute keiner da ist? Da haben wir hier das ganze Auto für uns. Also das ist der Actros. So wichtig, dass du nicht alle Details zeigst. Ne? Nee, keine Angst. Das ist, ich meine, hier wird richtig gearbeitet. Das ist so. Da ist ein Camos, eine 360-Grad-Kamera drin. Mhm. Und man sieht mal, wie viel Elektronik hier verbaut ist. Also auch an gerade in dem Actros mit Abbiegeassistent, Abstandsregel, Tempomat, Active Brake Assist 5, da ist Daimler den anderen Fahrzeugen ja in der Regel um 10 Jahre voraus. So, hier ist der Slide-Out mit drin, der hat unten eine Führung. Das sind nur ein paar Zentimeter, aber das macht so viel aus. Ja, der geht ja um 47 Zentimeter raus, das gibt schon ein wahnsinnig gutes Raumgefühl, wenn der draußen ist. Ich geh mal gerade einen Schritt zurück, gucken, ob mein Weitwinkel ganz aufgezogen ist. Nee, noch nicht, aber jetzt. So, dann kriegen wir das einmal komplett drauf. Das ist der komplette Slide-Out, das ist die Seite. Ist der wirklich aus Carbon? Nein, das ist eine Carbon. Sicher? Es sieht so gut aus. Doch, das ist Carbon. Das ist Carbon, ja, gell? Das ist Carbon. Das ist Carbon. Ist eine Folie. Ich denke, da muss es auch echt leicht sein bei so einem Slideout. Ja, ja, und vor allem muss es leicht sein, es muss stabil sein, es muss steif sein, es muss gut isoliert sein. Boah, ist das krass. Was ihr alles könnt, Slideouts. Von ganz groß bis ganz klein. Ich meine, so ein Slideout ist ja auch nicht mal ebenso reingebaut. Das heißt, hier sieht man auch schön, ist das hier jetzt, um das Gewicht zu sparen, ein bisschen ausgefräst? Oder? Es gibt Stabilität. Ich kann es dir jetzt gar nicht im Detail sagen, was noch dahinter steckt. Bin ich ehrlich. So, Klimaanlage, zwei Stück nehme ich an. Hier vorne hast du jede Menge Schalter. Bussystem habt ihr beim Licht? Ich guck mal gerade. Hier ist die Steuerung vom Slide-Out. Okay. Das sind die ganz normalen Büttner-Regeln. Scherheizung. Cool. Und hier drüben hast du dann die Küche und guck mal, hier ist das Bett. Geh mal durch. Da ist. Boah, das ist schon alles echt gut gemacht. Du guckst, wie riesig das Bett hier drin ist. Ja, und wie massiv das Ganze aufgebaut ist. Also man sieht hier. Was für eine Holzplatte unten im Bett. Also ich glaube, die wenigsten haben so ein massives Bett zu Hause. Gut, du hast ja auch kein Gewichtsproblem. Also du kannst ja hier wirklich dann auch etwas voller bauen, ne? Ja, absolut, absolut. Schön. So, hier ist die Dusche. Die ist auch schon, geht so langsam dem Ende zu. Ab hier geht es schnell, oder? Oder ist das Detailarbeit, die am meisten Zeit frisst? Das ist Detailarbeit, ja. Also das Fahrzeug ist vom Baustand schon relativ weit, aber die kleinen, feinen Arbeiten fressen natürlich Zeit und man braucht Zeit, Ruhe, um das Ganze schön zu machen. Ja, wir kriegen ja heute unser neuen, endlich nach einem, ich glaube, einem halben Jahr, also Abstinenz ohne Morello. Das ist schon so, als hätten sie mir das Herz rausgerissen damals. Mein allererstes Wohnmobil war ja ein Morello, ein kleiner. Ein Loft 78 FX, also okay. Baujahr, was war das? 2019. Und ja, das ist wahrscheinlich euer meistverkauftes Fahrzeug. Das ist ein Palace. Palace auf Daily Basis, meistverkauftes Fahrzeug. Absolut. Schon gehört, 88 ist euer meistverkaufter Grundriss. Ja, man ist unter der magischen 9-Meter-Grenze mit 8,99 Meter, hat innen super Raumgefühl, die große Sitzgruppe mit der langen Bank, hat hinten genügend Schränke, hat das riesengroße Bad. So, hier steht er sogar schon auf eigener Treppe. Da sind die Schränke drin. Hier siehst du auch die ganze Elektrik, also wie viel hier dann auch noch verlegt wird, anschließend wieder zusammengebunden wird. Das ist groß. Ich glaube, das ist auch der Anspruch, alles soll auch an den Stellen, wo man es nicht sieht, möglichst perfekt ausgeführt werden, oder? Ja, das ist so. Und es wird einem nur bewusst, wenn man hier mal durch die Produktion läuft und es sieht, weil im fertigen Fahrzeug ist das alles verschwunden. Mhm. Du siehst jetzt da oben das Aluprofil, wo die Schränke mit dran festgemacht sind, wo die Leitungen drin laufen. Das ist ein Kabelkanal, der mehrere Funktionen dann hat, richtig, oder? Ja. Richtig, richtig. Das ist einfach die Erfahrung, die in den Morellos drin steckt. So, hier ist der Fernseher drin, das sehe ich schon.
So, was haben wir denn hier? Da ist ein breiter, 250er. Oder wirkt das nur so? Das kann ich dir... Er wirkt wie ein 250er. Ist aber keiner. So, das liegt daran wahrscheinlich, dass hier ein paar Sachen noch nicht eingebaut sind. Dann wirkt es größer. Was du hier gut sehen kannst, ist die Heizleitungen rund ums Bett rum. Also man hat auch keine kalten Stellen. Kannst dann regeln über das Thermostat. Hast hier ein Thermostat, wo du dann so in so einem Bypass den Heckbereich steuern kannst. Ja, auch wieder mal Dusche. Aber eigentlich sind die vom kleinsten bis zum größten ja alle gleich. Ja. Der große ist nur größer. Richtig, richtig. Der große ist größer, ist ein bisschen breiter. Hat mehr Motorleistung, ja. So, let's go weiter. Nach links. Sie werden immer fertiger. Ja, wir kommen dem Bandende entgegen. Ah, hier kommt schon Elektrik. Elektrik, die ganze Feinabstimmung. Die Fahrzeuge werden dann später noch angehoben. Da werden ein paar Sachen von unten noch gemacht. Da ist jetzt aber keiner auf der Hebebühne im Augenblick. Die stehen hier rechts. Mein Alkoven. Komm, ich geh mal rein in den Alkoven. Weil da gibt es was Spannendes zu sehen. Der hat nämlich ein Alkovenbett. Und das ist noch nicht montiert. Und da kann man mal reingucken in den Alkoven, wenn er nicht montiert ist. Ja, auch hier siehst du dann wieder die Heizleistung, die Heizleitung außenrum. Sind gebaut für alle Jahreszeiten, alle Klimazonen. Das hat nichts zu tun mit diesen günstigen Fahrzeugen aus Amerika, die dann hier fast alles in GFK, also außen ist ja auch verrottungsfrei, das heißt kein Holz außen. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel alles aus GFK ist, ich habe das vorhin erzählt, wenn du in einem Gewitter stehst, riskierst du dein Leben, wenn dein Fahrzeug komplett aus GFK ist. Ist das so? Ja, ist so, weil der Faraday'sche, ich kann das Wort nicht richtig aussprechen. Der Faraday'sche Käfig. Genau, der bildet sich halt nur, den kannst du nur mit Metall bauen und deshalb ist hier oben im Dach... Ey, weißt du, wie viele fränkische Wörter ich nicht kann? Weißt du das? So, das Bett habe ich übrigens. Genau das Bett. Das ist so eine Liegewiese. Ja, Liegewiese. Manche sagen auch Chill-Out-Lounge dazu. Oder hattest du jetzt auf Spielwiese? Nee, Spielwiese kann ja, wenn du Kinder hast. Das ist hier das Spielzimmer. So, und ich glaube, nee, den Grundriss habe ich nicht. Was ist hier für einer? Das ist ein 94. 94. Wie lang ist der? Oh, dann noch mir das kann man nachschauen, ja, sowas. Sehr schön. Sei es dir vergönnt. Also du weißt ja fast alles. Aber hier vorne ist das Auftragsbuch. Aber da haben wir die Gesamtlänge nicht drin, da ist die Ausstattung komplett mit drin, da sind die ganzen Pläne mit drin. Aber ich sage immer, bevor ich was Falsches sage, gucke ich lieber nach. Gut. So, let's go. Dass du heute noch nach Hause kommst. Und ich auch noch. Ich habe ja noch 4 Stunden... Fahrt vor mir zurück. Aber du fährst ja mit einem Morello, also von daher ist es ja nicht anstrengend. Oh nö, der hat ja Spurhalteassistent, Abstandsregel, Tempomat. Hier wieder ein Home. Da sind ein paar Homes. Cool. Ja, jetzt werden sie fertig. Ihr habt eine Qualitätskontrolle, die ist sehr ausgefeilt. Ihr fahrt mit den Autos auf Probe? Ja, wir fahren mit den Autos Probe. Die meisten werden ja im Werk abgeholt. Bei der Werksabholung ist dann der komplette Gastank voll, der Dieseltank voll. Und das verknüpfen wir dann auch mit einer Probefahrt. Die Fahrzeuge, die nicht im Werk rausgehen, werden trotzdem Probe gefahren. Und wir haben ja in Franken zum Glück oder leider unterschiedliche Straßenverhältnisse, um das zu testen. Das heißt, ihr könnt das ausprobieren, wenn es mal ein bisschen holpriger ist. So, Platz habt ihr immer zu wenig, wie ich sehe. Das ist so, im Moment ist die Fertigung, glaube ich, 100%, oder? Ja. So, 100% Auslastung. Ihr könntet ja noch rund um die Uhr könntet ihr ja arbeiten, theoretisch, oder? Ja, es wird auch ziemlich viel gearbeitet. Also die Kollegen arbeiten Freitagnachmittag länger, morgen sind wieder einige da, um einfach die Sachen, die zum Teil von den Lieferschwierigkeiten herrühren, einfach auszugleichen. Die Kunden warten auf ihre Fahrzeuge. Viele Fahrzeuge sind fast fertig, aber eben nicht ganz, weil irgendwelche Teile gefehlt haben. Ja, und da ist immer ein Spagat. So, hier vorne
Noch mal einen Schritt weiter, hier auch ein geprägtes Logo. Das sieht ja schon mal schick aus. Das wir da haben hier, Grand Empire Schriftzug. Wir haben ja eben schon gesehen, wie werden sie aufgebracht. Und hier geht es nochmal um die Ecke. Ich nehme an, hier steht auch noch einer. Ja, Palace? Das ist ein Palace, ja. Ja. Palace. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind zusammen mit Christian. Link, du bist jetzt einer der neuen Verkäufer. Ja. Im Vertrieb kann man ja sagen, Beratung, du machst ja ganz viel, oder? Du machst ja nicht nur Schlüsselübergabe, sondern ich sag mal von A bis Z. Du bedienst den Kunden von vorn bis hin? Ja, wir sind immer da im Werksverkauf und arbeiten praktisch für alle Händler. Es geht einfach darum, Kundenzufriedenheit zu schaffen. Also von der Bestellung bis zur Auslieferung könntest du dein Gesicht zeigen? Absolut, absolut. So, hier ist die Tür? Ja. Komm, jetzt zeigen wir mal, wie nah wir eigentlich sind. Das ist die Fertigung. Und jetzt ohne Schnitt gehen wir in die Ausstellung. Und so nahbar seid ihr. Genau, das ist das, was mich jeden Tag fasziniert, dass ich von der Ausstellung, vom Bereich, wo ja, nicht unbedingt in Arbeitsklamotten rumgelaufen wird, in den anderen Bereich rüber zu schwenken und alles ist eins, alles ist ein Team. Guck mal, ich hab Kaschmir, da ist Wohnwert live, hier sieht man alles nebeneinander schön. Ja, man kann da schön spielen, kann drehen, kann sich's angucken und das Allerbeste hier im Werk haben wir auch alles in live und in Farbe, also nicht nur die Muster hier, sondern wir haben fast immer irgendein Fahrzeug, wo genau das verbaut ist, was den Kunden interessiert. So. 30. September 2022. Deine Rufnummer, die kennst du schon auswendig? Noch nicht, aber ich kann dir die Visitenkarte zeigen. Ja, können wir machen. Hier sind wir bei der Ausstellung jetzt. Kein Mensch ist mehr hier, wir sind die Letzten. Da vorne steht, guck mal, da vorne steht unser Auto. Sollen wir mal kurz hin? Hast du einen Schlüssel? Nicht das gleiche Tür. Wir müssen mal gucken, wie wir reinkommen in dein Fahrzeug. Wenn du keinen Schlüssel hast, wer soll den dann haben? Nee, jetzt nicht rein, sondern wir haben ja eine Begehung haben wir ja schon gemacht. Ich wollte nur mal kurz sehen, die haben noch ein paar Sachen eingebaut. Der Loftliner ist eigentlich ein tolles Auto, wenn du, ich sag mal, richtige LKW-Technik haben möchtest. Ja, absolut. Weil du hast ein LKW-Chassis, du hast den hubraumstarken Motor mit drin. Ja, muss man sich einfach anschauen, was man vorhat, was man machen will. Ist halt die Möglichkeit auch, der Loftliner in 7,5 Tonner LKW zu fahren. Ja, und das hat einige Vorteile, hat eine Motorbremse mit drin und hat sonst noch einige Extras, die nur, ich sag mal, der Eurocargo hat. Luftbremse ist mit drin. Ja. Der Motor ist hubraumstarker? Der Motor ist deutlich hubraumstarker, gutes Doppelte vom Daily. Nee, hat 4,7. Das ist ja der kleine. Der andere, du hast ja recht. Bloß das ist ja der kleine. Da wollen wir die Leute nicht unnötig neidisch machen, weil das gar nicht stimmt. Hier siehst du das Kennzeichen von Saarbrücken drauf. IP8. Er ist schon schön, oder? Ja, schon schön und auch ein schönes Kennzeichen. Wie hast du das geschafft, dass das so schmal bleibt? Das gibt's in Saarbrücken. Das ist, man kann die bestellen. Wenn die kleiner sind, kannst du sagen, ich hätte keinen 36er. Das geht überall. Okay, auch wenn man einen großen Murillo fährt? Weiß ich gar nicht. Also IP8 war halt noch frei. Können wir mal schauen. Da ist es. Und, war kein Problem. Gut. Das ist natürlich hier in Franken. Ihr habt ja wahrscheinlich Kennzeichen mit drei Buchstaben davor, oder? Bei uns ist alles deutlich länger, klar. Aber wir haben offenbar... Wie meinst du das? Das ist ein Scherz. Gut. Also die Kennzeichen. Ja, natürlich. Ja, ist schon klar. So, ich guck mal hier außen. Also, da steht er jetzt und da werden wir ihn gleich mal... Komm, wir gehen mal rein. Wir gucken mal. Das war denn einmal den Leuten nicht. Ich habe den ja mit Robert, haben wir ihn ja schon komplett begangen. Und ich kenne den Code. Du auch? Kann mal schnell weggehen. Sehr schön. Gucken, ob wir noch wegkommen. Ich muss ja meinen Leihwagen auch gleich noch abmelden. Das Coole ist, man kann mit Europcar, die holen ihn hier ab. Das ist ein toller Service. Genau, man kommt mit dem Leihwagen hierher und Europcar holt ihn hier ab. So, jetzt sehen wir ihn auch mal draußen im Tageslicht. Da ist meine Mikrowelle drin. Hier steht er. Wie findest du ihn? Schönes Fahrzeug, hell. Ist ganz anders, oder? Wie? Ja, das ist ein super, super Raumgefühl. Ich hab auch hast du die Farben selber ausgesucht? Nee, oder? Der Rot war es. Ich habe ihm vollkommen freie Hand gelassen. Da sieht man, wo Profis arbeiten. Das Weiße, gut, das sollte grau sein, aber der Robert hat im letzten Moment das Weiß gemacht. Fand ich gut, weil ich habe ihm gebeten, das weiße Polster noch zu machen. Und es war, glaube ich, grau geplant.
Und er hat dann das nochmal weiß gemacht. Du hättest es grau gemacht? Ich mache das so, wie es der Kunde haben will. Ich habe ja gefragt, was hättest du gemacht? Also ich finde es so schön, das ist ja nicht das komplett weiß, ist vielleicht doch ein bisschen empfindlich. Kommt drauf an, ob du keine Jeans trägst. Ja, es ist ja hier so ein Altweiß, also was du drauf hast. Also dieses Weiß ist kein Thema. Und die Lederpolster lassen sich auch super reinigen mit Mikrofaserlappen. Guck mal, hier ist die Serienküche. Da haben wir noch nicht mal die andere Küche genommen. Nicht die Novelle, sondern das war jetzt mal meine Idee, wo ich gesagt habe, okay, wir nehmen mal die. Die hatte ich noch nie. Hat immer die Novelle. Okay, ja, dann wurde es Zeit, dass du das andere mal probierst. Weil beides hat seine Vor- und Nachteile. So, da sieht man es schön drin. Boah, der ist echt schön. So, gehen wir mal hin. Es gibt ein paar Sachen, die anders sind. Guckt euch das Video an mit Robert, die Übergabe, denn wir haben ja jetzt einen richtigen LKW hier. Da ist die Luftdruckbremse. Ja, genau. Das ist die Feststellbremse. Genau. Wenn du mal so lieb bist, setz dich doch mal hin. Mach ihn mal an. Der ist ein bisschen lauter, muss man sagen, wie der Daily, oder? Der ist ein bisschen lauter. Ist ja auch ein richtiger LKW. Man darf ja auch was hören. Ich nehme an, man kann die Höhe auch verändern, oder? Man kann die Höhe verändern, klar. Und du hast jetzt die Möglichkeit beim Rangieren, also hier ist das Getriebe, Leerlauf, rückwärts, Dauerbetrieb. Und wenn du jetzt am Rangieren bist, am Stellplatz, drückst du einfach 2 Sekunden drauf. Und er zeigt oben im Display dann an, erster Gang und unten drunter Slow. Und damit kannst du super rangieren. Wir haben jetzt so die Tür noch offen und die Trittstufe draußen. Wobei die müssen wir jetzt erst reinmachen, wenn wir rangieren wollen. Aber damit kannst du, wenn du normal drauf drückst, ist er im Automatikbetrieb oben erster Gang. Und wenn du länger drauf bleibst, schaltet er um auf Slow. Okay. Das hat der Kollege noch gesagt, es gibt eine Motorbremse, die ist hier. Die ist hier, ja. Also die kannst du ziehen, die hat 2 Stufen und unterstützt dann auch die Fußbremse mit. Okay, entweder Fußbremse oder Gas. Wenn man Gas wegnimmt, dann geht die Motorbremse an, oder? Ja. Hat er gesagt. So, so sehr schön. Dann hier vorne, er hat eine Fahrhaus-Klimaanlage, hat er mit drin. Die ist mit eingebaut. Alles ist ein bisschen rustikaler, hat er gesagt. Stimmt. Aber es gefällt mir gut. Es ist einfach ehrliche Technik, also ganz, ganz einfache, ehrliche, langlebige LKW-Technik. LKWs, also bei den Großen ist es so, Actros sind ja gebaut für über 1 Million Kilometer Laufleistung. Kriegt man mit dem Reisemobil wahrscheinlich kaum hin. Und da ist es eben wichtig, dass es funktioniert, dass man es gut reparieren kann. Und der wird noch ein bisschen leiser, habe ich gehört, wenn er läuft. Das heißt also, dann wird er ein bisschen leiser. Aber ich habe ja noch Dämmmatten mitgebracht, die sind schon zugeschnitten. Ich hoffe, sie passen auch hier rein. Sie werden sehen, die kommen noch aus dem Palace. Also es könnte sein, dass sie passen. Okay, okay. Wir sehen das dann. Ja, vielen Dank, Christian. Und Rufnummer, mach doch einfach, google doch mal. Du bist auf der Webseite von Morello? Ich bin auf der Webseite von Morello drauf, ja. Alles. Christian? Christian Link. Christian Link. Und da noch ein Blick in den neuen, wie nennt sich der Loftliner, 82 LB? LB, ja. LB, danke. Tschüss.